Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Kindergartenfahrt. Peppa und ihre Freunde machen eine Kindergartenfahrt. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Der Bus schaukelt so hin und her. Oh je, Pedro ist reisekrank. Armer Pedro, komm und setz dich nach vorn zu mir. So, wird es besser? Ein kleines bisschen. Madame Gazelle? Oh, geht es dir auch nicht gut, Zoe? Mir könnte es auch schlecht werden. Soll ich nicht besser auch nach vorne kommen? Kann ich bitte auch nach vorne? Ich auch! Oh, oh, es tut mir leid, Kinder. Ihr könnt doch nicht alle nach vorn kommen. Oh. Das macht gar nichts. Wir sind nämlich da. Hurra! Fröhliches Zelten, Kinder. Wiedersehen. Da wären wir. Das ist unser Zeltplatz. Atmet alle die wundervolle Luft ein, Kinder. Herrliche Landluft. Jetzt errichten wir unsere Zelte. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kinder, sucht euch je einen Partner, mit dem ihr euer Zelt teilen wollt. Luzi, wollen wir in ein Zelt? Ich habe es schon Zoe versprochen. Entschuldigung, Luzi. Ich habe es schon Luisa versprochen. Luisa, du hast gesagt, du kommst zu mir. Oh ja. Emily, mit wem wolltest du denn in ein Zelt? Zoe. Oh ja. Gut, jetzt kannst du doch mit mir ins Zelt. Ja, toll. So, ich brauche noch Holz für unser Lagerfeuer. Wir holen Holz. Ich und Pedro wollen Holz holen. Oh, oh, ihr könnt alle Holz holen. Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja! Den Bing-Bong-Song, bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Bitte, Madame Gazelle, den Bing-Bong-Song. Also gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit einem Bing und einem Bong und einem Bing. Bong, Bing, Boo. Bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, bing, bong. Oh, oh. Also, Kinder, Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Madame Gazelle. Peppa und Luzi liegen in ihren Schlafsäcken. Ich habe eine Taschenlampe. Ich auch. Achtung, Kinder. Kein Gekicher mehr, bitte. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Da ist es wieder. Luzi. Wo gehst du denn hin? Madame Gazelle, ich habe ein bisschen Angst. Oh, möchtest du hereinkommen? Ja, bitte. Madame Gazelle, ich glaube, ich kriege gerade auch ein bisschen Angst. Darf ich bitte rein? Natürlich. Ich fürchte, bei mir kommt die Angst später. Ich bekomme nachher auch noch Angst. Ich auch. Kommt alle herein. Können wir wohl den Bing-Bong-Song singen? Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit einem Bing und einem Bong und einem Bing. Der Streit. Peppa und Luzi Locke spielen Schnippschnapp. Schnapp.
Gewonnen! Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Schnapp! Wieder gewonnen! Du hast geschummelt! Hab ich nicht! Du hast die Karte angeguckt! Hab ich nicht! Ich will jetzt gar nicht mehr mit dir spielen! Und ich will nicht mehr mit dir spielen! Oh je! Peppa und Luzi haben sich gestritten. Mama Locke ist da, um Luzi abzuholen. Peppa, sag Luzi auf Wiedersehen. Mit der rede ich aber nicht. Und ich rede nicht mehr mit der. Oh, ich bin sicher, das klärt sich. Sie sind ja beste Freundinnen. Das ist nicht komisch. Wir sind keine besten Freundinnen mehr. Papa Wutz hat Essen gekocht. Peppa, Schorsch, Abendessen, es gibt Spaghetti. Was ist los, Peppa? Peppa und Luzi hatten heute einen kleinen Streit. Oh. Aber ich vermisse Luzi schon ein bisschen. Lass uns Luzi anrufen. Hallo, Frau Wutz. Peppa möchte bitte Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir können wieder Freundinnen sein, wenn du dich entschuldigst. Tut mir leid, dass ich gesagt habe, du schummelst. Auch wenn du das wohl getan hast. Also, mir tut es leid, dass du je meine beste Freundin warst. Oh. Das macht mir nichts. Ich finde schnell eine neue beste Freundin. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Alle Kinder sind auf dem Spielplatz. Klausi Kleff ist auf dem Karussell mit seinem besten Freund Pedro Pony. Schorsch ist auf der Wippe mit seinem besten Freund Linus Löffel. Wippen, wippen. Luzi Locke ist auf der Schaukel, ganz alleine. Peppa spielt Minigolf, ganz alleine. Da kommt Emily Elefant. Darf ich auch mal spielen? Ja! Emily, Luzi Locke ist nicht mehr meine beste Freundin. Jetzt kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist doch Molly Mieze. Oh. Miau. Hui! Zoe, wenn du magst, kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist Luisa Löffel. Oh, hui! Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Ah, gut. Ich sehe, ihr seid wieder Freundinnen. Wir sind keine Freundinnen. Und wir werden nie wieder Freundinnen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr das klärt. Peppa, entschuldige dich bei Luzi. Aber nur, wenn sie sich entschuldigt. Zuerst. Nur, wenn du dich zuerst entschuldigst. Ich weiß was. Ich zähle bis drei und dann sagt ihr beide gleichzeitig Entschuldigung. Na gut. Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Jetzt könnt ihr wieder beste Freundinnen sein. Hurra! Luzi, komm, wir spielen Minigolf. Gute Idee. Peppa und Luzi sind wieder beste Freundinnen. Ich zuerst. Jetzt ich. Mein Ball ist ins Loch gerollt. Gewonnen. Aber mein Ball hat ihn geschubst. Ich hab gewonnen. Du denkst dir die Regeln einfach aus. Du denkst dir die Regeln aus. Du schummelst. Nein, du schummelst. Ho, 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 ho. Ihr beide seid genau gleich. Deshalb ist Luzi meine beste Freundin auf der ganzen Welt. Und Peppa ist meine beste Freundin auf der ganzen Welt überhaupt. Ballspiele. Peppa und Schorsch spielen im Garten mit ihrem Ball. Schorsch wirft den Ball so hoch er kann und fängt ihn wieder auf. Das kann ich aber auch. Hui! Oh! Peppa hat den Ball nicht gefangen. Das ist ein dummes Spiel. Da kommt Peppas beste Freundin Luzi Locke. Sie hat zwei Tennisschläger dabei.
Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Spielen wir Tennis? Ja, hört sich gut an. Los geht's, Luzi. Oh. Luzi ist nicht an den Ball gekommen. Oh. Peppa ist nicht an den Ball gekommen. Peppa und Luzi lieben Tennis spielen. Aber Schorsch fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen. Schorsch, tut mir leid. Aber du kannst nicht Tennis spielen. Wir haben doch nur zwei Schläger. Ich weiß was. Schorsch ist unser Balljunge. Ja, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Schorsch ist jetzt der Balljunge. Er muss den Ball holen, wenn er zu weit geschlagen wurde. Ich schlag auf, Luzi. Oh, vorbei. Balljunge! Danke, Balljunge. Oh, Balljunge! Danke, Balljunge. Balljunge! Oh weh, dieses Spiel gefällt Schorsch gar nicht. Da kommen Klausi Kleff, Pedro Pony, Molly Mietze, Luisa und Linus Löffel. Hallo zusammen. Hallo. Wir spielen Tennis. Können wir mitspielen? Aber wir haben nicht genug Schläger. Oh. Dann spielen wir was anderes. Wir spielen Fußball. Ja, Fußball. Mädchen gegen Jungs. Jeder braucht einen Torwart. Ich. Pedro Pony und Luisa Löffel sind die Torwarte. Wir fangen an. Tor! Linus Löffel hat ein Tor geschossen. Die Jungs gewinnen. Das ist nicht fair. Wir waren nicht bereit. Hey, ihr schummelt. Du darfst den Ball nicht tragen. Darf ich wohl? Ich bin doch der Torwart. Lauf, Luisa, lauf! Tor! Hurra! Das Tor gilt aber nicht. Tut es wohl! Was ist das denn für ein Lärm? Papa, die Jungs schummeln. Nein, die Mädchen schummeln. Das klingt, als bräuchtet ihr einen Schiedsrichter. Was ist ein Schiedsrichter? Jemand, der dafür sorgt, dass alle fair spielen. Ich bin der Schiedsrichter! Ich bin der Schiedsrichter. Die Mannschaft mit dem nächsten Tor gewinnt das Spiel. Hurra! Wo ist der Ball? Schnell! Schieß ein Tor! Stoppt sie! Tor! Linus Löffel hat ein Tor geschossen. Hurra! Die Jungs gewinnen! Oh. Fußball ist ein doofes Spiel. Einen Moment noch. Die Jungs haben in ihr eigenes Tor geschossen. Das heißt, die Mädchen gewinnen. Wirklich? Hurra! Fußball ist ein tolles Spiel. Papa Wutz Geburtstag. Heute ist Papa Wutz Geburtstag. Papa Wutz muss arbeiten gehen. Papa, ich wünschte, du hättest frei an deinem Geburtstag. Hoho, ich auch. Aber ich komme so schnell es geht nach Hause. Bis später. Bis später. Solange Papa arbeitet, können wir alle Geburtstagsüberraschungen vorbereiten. Als erstes backen wir seinen Geburtstagskuchen. Wir brauchen Butter, Zucker und Mehl. Dann nehmen wir ein Ei. Und das Allerwichtigste, die Schokostückchen. Oh. Mama Wutz backt einen Schokokuchen. Papa Wutz liebt Schokokuchen. Dann alles verrühren. Mama, darf ich rühren? Ja, Peppa. Peppa liebt es zu rühren. Schorsch möchte auch mal. Gut gemacht, Schorsch. Jetzt ist genug gerührt.
Bitte sehr, Papa Wutz Geburtstagskuchen. Hurra! Wir müssen ihn nur noch in den Ofen schieben. Mama, darf ich den Löffel ablecken? Ja, du kannst den Löffel ablecken und George leckt die Schüssel aus. Yippie! Peppa und George lieben Schokokuchenteig. Armer Papa Wutz, er verpasst den ganzen Spaß. Mama, darf ich Papa anrufen und ihm herzlichen Glückwunsch sagen? Das ist eine schöne Idee. In diesem Büro arbeitet Papa Wutz. Hallo, hier spricht Herr Löffel. Kann ich bitte mit Papa Wutz sprechen? Jemand für dich, Papa Wutz. Es klingt wichtig. Hallo, hier ist Papa Wutz. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Herzlichen Glückwunsch. Hoho, danke schön, Peppa. Komm bald nach Hause, Papa. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz. Dankeschön. Es gibt noch was Wichtiges zu tun, bevor Papa Wutz nach Hause kommt. Ja, Papas Geburtstagsüberraschung. Psst, George. Denk dran, es ist ein Geheimnis. Psst. Peppa und George haben Wassereimer geholt und Mama Wutz hat Ballons. Was mag das wohl für eine Geburtstagsüberraschung sein? Papa kommt! Schnell, zurück zum Haus! Papa Wutz kommt wieder nach Hause. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz! Hoho, danke schön euch allen! Hui, das sind aber viele Kerzen! Weil du eben schon sehr, sehr alt bist, Papa! Du musst versuchen, jetzt alle auf einmal auszupusten. Haha, ich gebe mein Bestes. Hurra! Und hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Dankeschön. Neue Gummistiefel, fantastisch. Die probiere ich gleich an. Peppa, George und Mama Wutz tragen Gummistiefel. Papa Wutz trägt seine Geburtstagsgummistiefel. Papa Wutz hat eine kleine Pfütze entdeckt. Mal sehen, ob die Gummistiefel funktionieren. Die Pfütze ist ein bisschen zu klein für Papa Wutz. Ich bräuchte eher eine größere Pfütze. Warum versuchst du es nicht mal hier drüben, Papa Wutz? Oh, was ist denn das? Das ist unsere Geburtstagsüberraschung. Was wird denn das? Eine große Matschepfütze. Fantastisch. Meine Geburtstagsgummistiefel sind perfekt. Habt ihr Lust, mir in meiner Geburtstagspfütze Gesellschaft zu leisten? Papa Wutz liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Das ist der schönste Geburtstag von allen. Der Spielzeugschrank. Es ist Schlafenszeit für Peppa und George. Du meine Güte, was machen die Spielsachen auf deinem Bett? Na, die wohnen da. Peppa, räum die Sachen weg in deinen Spielzeugkorb. Aber der Spielzeugkorb ist voll. Oh, du hast recht. Vielleicht brauchst du einen Spielzeugschrank. Ja, ich könnte morgen einen bauen. Das letzte, was du gebaut hast, war dieses Regal. Ich bin sehr stolz auf dieses Regal. Aber Papa, es ist ganz wackelig. Wir nehmen es als Rutsche. Für Teddy und den Dinosaurier. Na gut, dann kaufen wir eben einen Spielzeugschrank. Das können wir sofort machen. Und zwar am Computer. Hurra! Mama Wutz sucht am Computer nach einem Spielzeugschrank. Aha. So, welchen nehmen wir? Können wir den da nehmen? Bitte. Der ist perfekt. Mama Wutz kauft den Spielzeugschrank. Glückwunsch, Ihre Bestellung wurde registriert. Oh, prima. Am nächsten Morgen kommt Herr Zebra, der Postbote, mit einer Speziallieferung. Speziallieferung für Fräulein Peppa Wutz und Meister George. Was ist das?
Es ist ein Spielzeugschrank. Oh, und warum ist der so platt? Tja, der ist zum selber bauen. Oh. Keine Sorge, Peppa. Für deine Mama und deinen Papa ist das kein Problem. Wiedersehen. 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 Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir den Spielzeugschrank auf. Ja. Merkwürdig. Es gibt keine Anleitung. Vielleicht ist er so einfach aufzubauen, dass man keine Anleitung dafür braucht. Mama, können wir helfen? Ja. Zuerst brauche ich ein Brett. Hier ist ein grünes Brett. Danke, Peppa. Und jetzt brauche ich 4 Beine. 1, 2, 3, 4. 4 blaue Beine, Mama. Wunderbar, wir sind in 0, nichts fertig. Hier ist eine rote Tür, Mama Wutz. Danke, Papa Wutz. So, fertig. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber warum ist er so winzig? Wie sollen da unsere ganzen Sachen reinpassen? Er ist wirklich ein bisschen klein. Oh, Schorsch hat noch ein Stück gefunden. Vielleicht ist das ein Ersatzbrett. Und was ist mit den Teilen hier drüben? Oh weh, der Schrank ist so klein, weil Mama Wutz nicht alle Teile verwendet hat. Wir müssen ihn nur auseinandernehmen und nochmal anfangen. Oh nein, hätten wir doch bloß eine Anleitung. Wer kann das sein? Hallo, in meinem Wagen lag noch das hier. Da ist ja die fehlende Anleitung. Das macht die Sache natürlich leichter. Hurra! Die Anleitung sieht sehr kompliziert aus. Die taugt nichts. Das ist Blödsinn. Lassen Sie mich mal ran, Herr Wutz. Ich liebe es, solche Sachen zusammenzubauen. Wirklich? Können wir denn irgendwie helfen? Sie können Wasser kochen. Ich hätte gern ein Tässchen Tee mit 6 Stück Zucker. Alle kümmern sich um Tee und Kekse für Herrn Zebra. Tee ist fertig, ihr Zebra. Oh, boah! Herr Zebra hat den Spielzeugschrank aufgebaut. Meine Güte, ging das schnell. Ja, und ich habe auch schon euer Spielzeug reingeräumt. Oh, danke, Herr Zebra. Aber für die beiden hier war kein Platz mehr. Oh, armer Teddy, armer Dinosaurier. Wo sollen die denn jetzt wohnen? Bestellt doch einfach noch einen selber Bauschrank. Wie wär's? Nein! Ich habe eine bessere Idee. Teddy und der Dinosaurier können in euren Betten wohnen. Aber Mama, da haben sie doch schon vorher gewohnt. Ja, ich weiß. Darum ist es ja auch so eine gute Idee. Captain Papa Wutz. Peppa und ihre Familie haben Opas Boot ausgeliehen. Vergiss nicht, Papa Wutz. Wenn du vorwärts fahren willst, drückst du den Hebel nach vorne. Ei, ei, Opa Wutz. Vorwärts. Und zurück ist rückwärts. Rückwärts. Einfach. Und bitte vorsichtig mit dem Boot. Ich habe es gerade frisch lackiert. Oh, Opa Wutz, sei nicht so pingelig. Alle Mann an Bord? Ja, Captain Papa Wutz. Dann geht's los. Oh, das Boot fährt rückwärts. Ah, die Brücke, pass auf. Ups. Oh, das war knapp. Wiedersehen. 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 Eine schöne Fahrt. Ich hoffe nur, mein schönes Boot bleibt heil. Nur keine Sorge, wird schon gut gehen. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain Papa. Ich habe ein bisschen Hunger. Hab ich auch. Opa hat ein Picknick vorbereitet in der Kombüse. Was ist eine Kombüse? Eine Kombüse ist eine kleine Bootsküche. Kommt mit. Peppa und Schorsch klettern in den Bootsrumpf. Boah. Was für eine winzig kleine Küche. Wo ist das Picknick? Der beste Platz wäre hier drin. Das ist aber kein Picknick. Dann muss es hier sein. Das ist auch kein Picknick. In dieser Küche steht nichts am richtigen Platz. Oi, ein Fernseher. Papa Wutz kann das Picknick nicht finden. Das ist doch unmöglich. Wenn das meine Küche wäre, hätte ich das Picknick hier.
Oh, gut gemacht, Peppa. Peppa hat das Picknick gefunden. Köstlich. Oh, da sind die Enten. Hallo, Enten. Wollt ihr etwas Brot? Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Passt auf, Schilfgras voraus. Kein Problem. Opa Wutz Boot kommt da bestimmt gut durch. Stecken wir fest? Nein, wir setzen zurück. Stecken wir jetzt fest? Ja. Oh je, das Boot von Opa Wutz steckt im Schilf fest. Ich versetze ihm einen kleinen Stoß. Vorsicht bitte, Papa Wutz. Ich weiß, was ich tue. Wenn ich jetzt sage, Maschinen starten. Ei, ei, Captain Papa Wutz. Jetzt! Papa Wutz hat das Boot aus dem Schilf geschoben. Hurra! Schnell, Papa, spring wieder ins Boot. Oh nein, Papa Wutz ist viel zu langsam. Schwimm schneller, Papa. Halt die Maschine an. Was hat er gesagt? Halt die Maschine an. Papa sagt, halt die Maschine an. Oh. Geht es dir gut, Papa Wutz? Ja, alles bestens. Aber kehren wir um, bevor uns noch mehr Abenteuer zustoßen. Ei, ei, Captain Papa Wutz. Sie sind ja schon ewig weg. Ich hoffe, mein schönes Boot ist noch heil. Guck, da sind sie. Hallo. Ahoi, ihr. Ich parke rasch das Boot. Man parkt ein Auto. Beim Boot heißt das anlegen. Ich zeig's dir. Opa Wutz will anlegen. Das Geheimnis beim Anlegen ist, man macht es vorsichtig. Vorsicht, die Brücke! Was? Vorwärts fahren, Opa! Ah! Oh, das hatte ich eigentlich nicht vor. Jetzt ist das Boot ganz kaputt. Nicht so schlimm, Opa. Das Reparieren wird dir Riesenspaß machen. Ja, stimmt. Ich repariere wirklich gern. Darf ich dir beim Reparieren helfen, Opa? Hoho, sogar sehr gern, Peppa. Omas und Opas Speicher. Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa. Hallo, Opa Wutz. Opa Lutz. Hoho, hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wiedersehen, bis später. Bis später. Wo ist Oma Wutz? Hallo, meine Liebchen. Das war die Stimme von Oma Wutz, aber wo ist sie? Oma Wutz? Hier bin ich. Oma Wutz. Oma Lutz. Warum ist Oma im Dach? Wir räumen den Speicher auf. Was ist ein Speicher? Der Ort, an dem wir unsere alten Sachen aufbewahren. Alt wie du, Opa Wutz? Haha! Sachen, die noch älter sind als ich. Dürfen wir helfen? Ja, gut. Omas und Opas Speicher ist ganz oben im Haus. Das ist die Tür zum Speicher. Wie kommen wir denn da hoch? Ich habe einen schlauen Trick. Hallo, meine Liebchen. Da ist Oma. Kommt mal rauf. Das ist unser Speicher. Boah, ist der aber voll. Ja, er ist voll mit altem Kram. Peppa und Schorsch helfen uns, ein paar Sachen wegzuschmeißen. Gut, dann fangen wir am besten mit dieser Kiste an. Nein, nicht diese Kiste. Brauchen wir das denn noch? Das ist doch mein Buddelschiff. Und das? Das ist mein anderes Buddelschiff. Und diese hier? Das sind meine noch anderen Buddelschiffe. Ich brauche sie alle. Tja, aber irgendwas müssen wir wegschmeißen. Wie wär's mit dieser Kiste? Nein, nicht meine Hüte. Oh je. Wir können uns nicht entscheiden, was wir wegschmeißen. Ich weiß was. Wir lassen Peppa und Schorsch entscheiden. Oh ja. Dann schmeißen wir diesen alten Koffer weg. Oh, nicht der Koffer.
Das ist nicht irgendein alter Koffer. Das ist ein Plattenspieler. Und das war unsere Lieblingsplatte. Können wir sie hören? Ja. Die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Das ist wie früher. Na los, Peppa und George, lasst uns tanzen. Mama Wutz kommt, um Peppa und George abzuholen. Hallo? Wo seid ihr? Mama Wutz kann niemanden finden. Was sind das für Geräusche? Hallo? Wir tanzen gerade zu Omas und Opas Lieblingsplatte. Ja, Oma und Opa haben sie früher immer gehört. Oh, und diese Platte habe ich als kleines Schweinchen immer gehört. Was ist das? Sie heißt Vöglein, Vöglein, Wuff, Wuff. Nicht Vöglein, Vöglein, Wuff, Wuff. Die hast du immer gehört. Ich dachte, die hätten wir längst weggeworfen. Die Vögel machen Wuff, die Hunde machen Piep. Wuff, Piep, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Die Schafe machen Mu, die Kühe machen Mäh. Mu, Mäh, Wuff, Piep, Mu, Mäh, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Nochmal, nochmal. Die Vögel machen Wuff, die Hunde machen Piep. Wuff, Piep, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Die Schafe machen Mu, die Kühe machen Mäh. Mu, Mäh, Wuff, Piep, Mu, Mäh, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Das war lustig. Aber wir wollten doch etwas finden, was wir wegschmeißen können. Peppa, was sollen wir wegschmeißen und was behalten? Ich finde, ihr sollt alles behalten. Der Stromausfall. Es ist Abend. Peppa und George sind im Wohnzimmer und tanzen zu ihrem Lieblingslied. Papa Wutz saugt den Teppich im Flur. Und Mama Wutz arbeitet in ihrem Zimmer etwas Wichtiges am Computer. Oh. Oh! Mama, Papa, es ist ganz dunkel und die Musik geht nicht mehr. Der Staubsauger geht auch nicht. Und mein Computer ist ausgegangen. Oh! Mama Wutz versucht, das Licht einzuschalten, aber es geht nicht. Bestimmt ein Stromausfall. Was ist ein Stromausfall? Stromausfall heißt, es gibt keine Elektrizität mehr. Was ist Elektrizität? Elektrizität. Das ist, was alles hier im Hause antreibt. Kommt denn dann die Elektrizität wieder? Ja, aber in der Zwischenzeit brauchen wir eine Taschenlampe. Ich glaube, wir haben eine im Keller. Alles klar, ich gehe sie mal holen. Geht das denn, Papa Wutz? Haha, natürlich geht das. Ich sehe sehr gut im Dunkeln. Wer hat das dahingestellt? Oh. Papa, alles in Ordnung? Ja, es ist nur ein bisschen dunkel hier unten. Oh, jetzt fällt's mir ein. Ich glaube, die Taschenlampe ist in der Küche. Aha. Mama Wutz hat die Taschenlampe gefunden. Darf ich die Lampe halten, Mama? Na gut. George, guck mal hier. Peppa zieht eine lustige Grimasse. Keine Angst, George. Das ist doch nur Peppa. Oh, wir sollten Papa sagen, dass wir die Lampe gefunden haben. Papa Wutz ist immer noch im Keller und sucht nach der Taschenlampe. Sie muss doch hier irgendwo sein. Papa, wir haben die Taschenlampe gefunden. Zum Glück war sie die ganze Zeit in der Küche. Na, was für ein Glück. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Elektrizität wiederkommt. Und wie lange dauert das? So ganz genau? Ich würde sagen, ganz genau eine lange Zeit. Oh, aber George und ich wollen doch noch weiter tanzen. Ich weiß, was wir machen können. Wir können ein bisschen Fernsehen gucken. Oh, er geht nicht an. Der Fernseher braucht auch Elektrizität. Wirklich?
Ja. Und was sollen wir jetzt machen? In der guten alten Zeit, als es noch kein Fernsehen gab, mussten sich die Kinder selbst Spiele ausdenken. Ich weiß was. Ich brauche einen Pappkarton. Was hat Peppa vor? Mama, schneidest du mir ein Loch in diese Kiste? Wofür? Wart's ab. Mama Wutz schneidet ein Loch in den Pappkarton. Bitte sehr, Peppa. Danke. Ihr setzt euch jetzt bitte alle nach da. Und George, du leuchtest mit der Taschenlampe auf mich. Hier sind die Peppa Wutz Nachrichten mit mir, Peppa Wutz. Peppa hat sich ihren eigenen Fernseher gebastelt. Heute hat die ganze Welt aufgehört zu funktionieren, wegen eines Stromausfalls. Die ganze Elektrizität ist verschwunden. Sehr gut, Peppa. Papa Wutz sagt, bis die Elektrizität wiederkommt, dauert es ganz, ganz lange. Oh! Die Elektrizität ist wieder da. Hurra! Ruhe! Ich bin noch nicht fertig. Mach das Licht wieder aus. Na gut, Peppa. Gut. Ich habe nämlich noch sehr wichtige Neuigkeiten. Die Königin hat noch irgendwo Elektrizität gefunden und gesagt, wir können jetzt alle wieder glücklich sein. Sehr gut, Peppa. Hurra! Komm, tanzen! Peppa hat der Stromausfall Spaß gemacht. Aber jetzt ist sie froh, dass die Elektrizität wieder da ist. Sterne. Es ist Schlafenszeit. Peppa, Mama Wutz und Papa Wutz trinken warme Milch. George, du solltest doch den Schlafanzug anziehen, nicht den Astronautenanzug. George liebt alles, was mit Raumfahrt zu tun hat. Oh. George, zieh deinen Astronautenhelm aus und trink deine Milch. Schlafenszeit, meine Kleinen. Abends macht George seine Astronautenspieluhr an. Nicht schon wieder Weltall. Das ist langweilig. Das All ist nicht langweilig. Es ist voller Sterne. Ich kann aber überhaupt nichts sehen. Es ist zu dunkel. Draußen kann man die Sterne viel besser sehen. Können wir noch mal rausgehen? Peppa, du bist im Schlafanzug. Wenn ihr eure Bademäntel drüber zieht, könnten wir vielleicht ausnahmsweise noch mal nach draußen gehen. Hurra! Papa, warum liegst du auf dem Boden? So kann man die Sterne am besten beobachten. Guckt mal, die kleinen Sterne. Stellt euch vor, ihr würdet sie besuchen. Das ist der große Wagen. Oh. Ja, und die beiden Sterne an der Spitze zeigen auf den Nordstern. Boah. Nordstern, Nordstern, bist du nah oder bist du fern? Wir besuchen dich sehr gern. Hoho, aber Peppa, die Sterne sind dafür viel zu weit entfernt. Sind sie noch weiter weg als das Meer? Oh ja, aber durch ein Teleskop sehen sie viel näher aus. Haben wir denn ein Teleskop? Nein, aber Opa Wutz hat ein sehr gutes Teleskop. Können wir jetzt sofort Opa Wutz besuchen? Hohoho, es ist viel zu spät. Vielleicht können wir mal eine Ausnahme machen, Papa Wutz. Hurra! Peppa und George fahren zum ersten Mal mit dem Auto durch die Nacht. Guckt, wir folgen dem Nordstern. Nordstern, Nordstern, funkelst hell und bist so fern. Alle haben dich sehr gern. Peppa und George sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oh je, ich hoffe sehr, dass Oma und Opa Wutz nicht schon im Bett liegen. Was macht ihr denn hier um diese Uhrzeit? Wir wollen die Sterne sehen. Peppa und George würden sehr gern mal durch dein Teleskop gucken. Verstehe, gute Idee. Alle Mann mit aufs Dach hinauf.
Hier ist es, das alte Lieschen. Boah! Die Sterne zu beobachten ist Opa Wutz' Hobby. Also, wer schaut als erster durch? Ich! Oh, der Nordstern! Und Seeleuten zeigt er immer den Weg nach Hause. Er hat auch Papa geholfen, hierher zu finden. Sind denn noch andere Sterne im Weltall? Ja, hier dieser Planet. Er heißt Saturn. Oh, was ist das für ein hübscher Ring? Er ist aus Felsgestein und Eis. Auf dem Saturn ist es sehr, sehr kalt. Da könnten wir einen Schneemann bauen, Schorsch. Schnell, guck! Oh. Das ist eine Sternschnuppe. Du darfst dir etwas wünschen. Ich wünsche mir, dass wenn Schorsch groß ist und eine Rakete hat, wir beide zusammen ins Weltall fliegen. Ha 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 ha